Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Vorstellung oder sagen wir eine kleine Info zu einem sich im Work in Progress befindlichen Testschiff. Das ist erst kürzlich auf dem Dev-Block zur Neuerscheinung geschafft hat. Wir haben hier einen Kreuzer des Commonwealths, einen Kreuzer für Indien, einen Fiji Light Cruiser auf Stufe 6 anstatt Stufe 7 für die Inder. Yippie! Ich kann es nicht aussprechen. Mysores nenne ich es jetzt einfach. Wir haben hier 30.600 Trefferpunkte auch mit 16mm Platte. Ist ein typischer britischer Leichtkreuzer. Hey, und wenn ihr noch kein Follower seid hier auf YouTube, dann wird es Zeit, diesen Umstand auszumerzen. Denn bei 3x352mm auf 14km bleibt bei Only AP mit 3.100, das so viel ist, oder sogar fast mehr, ist mehr, fast so viel, gleich so viel wie die der Plymouth bei einer geringeren Anzahl, bleibt kein Auge trocken. Ne? 841 Meter pro Sekunde, Nachladezeit von 7,5, sind wie gesagt die 3x3. Die Anti-Air, die lassen wir außen vor. Das Sigma ist mit 2,0 der Hauptartilleriegeschütze und mit 130 Metern, ja, ist okay. Wie gesagt, wir schießen auf Läpsche. Und das muss man jetzt einfach mal sagen, 14 Kilometer. Aber Stufe 6. Dementsprechend haben wir hier natürlich auch andere Dinge, die uns rausreißen, um eine gute Performance zu liefern. Wir haben 31,5 Knoten, das nicht. Wir haben ein Turning, also ein Wendekreisel von 610 Meter, das auch nicht. Die Ruderstellzeit mit 8,6 ist vielleicht notwendig für das, was wir vorhaben. Und die Aufdeckungsreichweite mit 11 und dann einmal Concealment geht unter 10, ist jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben einen, wie es Wargaming nennt, Crawling Smoke Generator. Das bedeutet, ein Generator für den Smoke, der relativ lange halten wird und uns erlaubt, uns in der Zeit zu bewegen. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie wird dieser aussehen? Wir haben ja schon Commonwealth Cruiser auf Stufe 6 mit einem, wie es Wargaming nennt, Crawling Smoke Generator, unter Anführungszeichen, damals hieß das noch nicht so, also einfach Smoke Generator, aber hat halt die Eigenschaft, ne? Das ist der Perf. Da haben wir quasi die 10 Sekunden, in der ein Buff hält, mit 3x können wir sie ziehen, der Aktionsradius ist 54 Meter, die Nachladezeit 160 Sekunden und dafür natürlich lange 90 Sekunden Action Time. Das bedeutet, es werden immer wieder, also die ganzen 90 Sekunden Buff rausgehauen. Smoke. Aber da muss man mit zwischen ein Viertel und ein Halb, also ich glaube 14,5 Knoten, müsste ich nochmal nachschauen, oder 12 Knoten, dann schafft man es, im Smoke zu bleiben. Ist relativ challenging, wenn man nicht aufpasst, und unangenehm, wenn man nicht aufgepasst hat und ein Schiff in der Nähe ist. Merkt man halt leider in Ranked oder in Klangefechten auf Stufe 6, aber so funktioniert der bei der Perf. Da haben wir aber nur 4x2, dafür 152 mm mit High. Und hier haben wir halt 3x3 und da 152 mm mit AP. Wir haben theoretisch auch sowas ähnliches noch, wenn es euch interessiert, auf Panacea-Seite, den Premium-Kreuzer Huang He. Da haben wir einen quasi identischen Crawling Smoke, der aber auch nur Smoke Generator heißt. Und die Frage ist natürlich, ob die 3x252mm hier mit HE besser sind. Das ist sogar ein bisschen genauer, aber das nur wegen den 14er zu 13,2km. Also beim Schießen als die Mysore. Ich wette, das spricht man irgendwie indisch aus. Und ach, ist ja egal. Jedenfalls, man muss schauen, ob das hier so zum Zug kommt. Also, ob man mit der britischen AP bei der Indian Navy zum Erfolg kommt oder ob man eher Perf, den Standard Commonwealth, also den australischen leichten Kreuzer, oder eben die Huang He, den panasiatischen leichten Kreuzer, bevorzugen sollte. Alles in allem ein, würde ich sagen, mega spannendes Schiff, weil unterm Strich wird es das nicht sein. Was mir hier fehlt, sind tatsächlich Torpedos, weil da gibt es keine oder sind nicht, sind zumindest nicht hier drin. Das bedeutet, es ist eine Fidschi-Klasse hier ohne Torpedos. Das ist nicht so schön. Denn auch Perf und Huang He müssen Torpedos haben. Zumindest ja, die Huang He auf jeden Fall. Und die Perf hat eigentlich auch Torpedos. Und das sogar 8 Kilometer, wenn es mich nicht täuscht. Und das dürfte auch bei der Huang He der Fall sein. Die fehlen hier noch.
Dementsprechend, da muss man sich durchaus was einfallen lassen, denn auch die Nachladezeit von den beiden anderen Schiffen, bis auf die der Perf, wo es identisch ist, ist quasi im Vergleich mit HE dann doch angenehmer zu spielen. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Was sagt ihr zum Commonwealth Cruiser? Ichi auf Stufe 6 anstatt Stufe 7 mit doch, ja, will nicht sagen beachtlichen, aber im Vergleich zu den anderen Crawling Smoke DDs doch erhöhten Trefferpunkten. Also Wang He hat nur 24.000, Perf hat 27.000, da kommen wir mit 30.600 mit rein. Neil wäre geil gewesen, aber vieles wäre geil gewesen. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.